Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mutant Year Zero. Ich möchte heute gerne noch was anderes probieren und zwar, wenn wir alle unsere Silence-Waffen einsetzen. Der braucht ja mindestens 2 Schuss. Können wir ihn dann schon töten? Dafür müssen wir unsere Leute natürlich vorab positionieren. Ist natürlich ein bisschen lame, dass wir dann nur einen damit töten können. Weil der kommt ja direkt hierher. Also putze sie. Hä, wieso kann ich mich hier nicht verstecken? Shit. Ah, da kommt ja gleich hierher, ne? Ich verstecke mich mal hier hinter dem Baum. Im Endeffekt brauchen wir nur 2 Waffen. Und sie kann ja ziemlich weit schießen. So, das heißt, der Schlechter, der kommt jetzt hier lang, denkt sich nichts Böses bei. Oh, Hallöchen. Ich gehe hier spazieren. Oder andere guckt hin. Das ist ein bisschen ungünstig. Ich versuch's trotzdem mal. No risk, no fun. Also gut. Yeah. Zuerst der. Und dann die. Haben die mich bemerkt? Nein, perfekt. Okay. Das heißt, jetzt müssen wir uns näher aufbauen. Kommst du auch? Ey, der muss weggehen. Der muss weggehen, definitiv. So, jetzt geht er weg. Die Frage ist nur, ob er mich sieht. Okay, ich verstecke mich am besten hier. Hey, du auf dem Truck. Ugly face. You see anything out there? No, there's nothing out there. It's the zone. And stop calling me ugly face. Look at your face. I can't look at my face, it's my face. Now put your eyes out there and look for intruders. Und wenn er gleich hierher kommt, versuchen wir ihn mal wegzuballern. Vorher speichere ich noch mal kurz ab. Und dann müssen wir den Roboter killen. Okay, Hinterhalt. Alle 3 müssen treffen, ne? Ach du Scheiße. Oh, ich weiß nicht, ob das was wird. Keine Treffer. Wie keine Trefferchance? Ach du Scheiße. Ah, das wird nichts. Scheiße. Nee, nee, nee. Dann laden wir mal. Ja, dann müssen wir mit dem später kämpfen. Das heißt, um den müssen wir umgehen. Aha, dass mein Damage nicht reicht. So ärgerlich. Na gut. Dann müssen wir uns woanders positionieren. Gucken wir mal, ob wir den Roboter hinkriegen. Er hat auch Rüstung. Aber ich kann das hier öffnen. Huch, Rüstung! Leicht gepolsterte Schutzkleidung, die von den Altvorderen bei gladiatorischen Stockkampfturnieren getragen wurden. Besagte Duelle wurden meist auf Eisflächen ausgetragen, um das Verletzungsrisiko der Teilnehmer zu erhöhen. Eishockey. Na gut. Ah, dann müssen wir. Hey guys, come here. Leute? Na gut, wir haben jetzt einen ausgeschaltet. Frage ist natürlich, wie viel Leben hat dieser Schamane? Weil der wäre noch wichtig zu erledigen, weil den können wir umgehen da oben. Okay, so this 16. Is not spooky at all. 16. Scheiße, Mann. Okay, jetzt ich lass mich überlegen. Oh Gott, Leute, weg! Ah. 16, 16. Ah, Mann, ich brauche mehr Schaden. Lass uns noch mal ganz kurz zur Arche zurück.
Dann gehen wir mal kurz in den Laden. Look who it is. Also wir können uns natürlich nichts leisten. Kritische Trefferchance, größere Waffenreichweite. Waffenreichweite, das bringt mir alles nichts. Das Einzige, was mir wirklich was bringen würde, ist dieser kritische Trefferchance. Dann gehen wir nochmal hier hin. Und dann zerlegen wir den hier. Für 9. Okay, alles klar. Ich könnte den hier verbessern. Dann machen wir einen Schaden mehr. Reicht das schon? Ich glaube nicht, ne? Gut, das können wir eh nicht machen. Na gut, versuchen wir es mal damit. Ein Versuch ist es wert. Oder einfach so lange laden, bis man kritischen macht. Das geht auch. Das ist ja fies. Ja, wir könnten jetzt so zum Ältesten, aber... Nee. Es müsste irgendwie noch eine bessere... Ja, es müsste noch eine bessere Möglichkeit geben, irgendwie Sachen zu farmen. Du kriegst erstmal die Tank-Ausrüstung. Bitteschön. Dann kriegst du nämlich die leichte Rüstung. Und wir gehen dann nochmal zur Hochstraße. Okay, starten wir einen neuen Versuch. Jetzt sind wir ein bisschen stärker. Ah nein, jetzt dann noch ein zweiter, ne? Egal, wir müssen ja nur gucken, ob wir es jetzt schaffen. Ich könnte natürlich mit diesem Skill einen definitiven kritischen machen. Aber wir gucken mal, ob wir das überhaupt benötigen. Also rein theoretisch ginge das sogar. Mit diesem einen kritischen, den wir haben. Ja, Feind hat mich gehört, ist doch egal. Das ist doch nicht dein Scheiß Ernst. Was ist denn los mit der? Jetzt trifft doch endlich mal 75%ige Chance. Das ist doch nicht dein Scheiß Ernst, Mann. Ich bin doch jetzt nicht blöd, oder? Wie kann sie 8-mal hintereinander verfehlen? Okay, 5-mal davon waren 50%. Ja, ungefähr. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Gucken wir jetzt mal genauer nach. So. Wir haben eine Trefferchance von 75 minus 25%. Das heißt, wir haben jetzt von... okay. Das heißt, wir hatten gerade 25%ige Chance zu treffen. Aber wir treffen immer noch nicht. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Letzter Versuch, dann kümmern wir uns um den da unten halt. Um den Schaman, der hat auch 16 Leben. Können wir es auch testen. Und dann klettern wir hoch und dann ballern wir die Typen weg. Wir müssen erstmal die Roboter loswerden. Okay, Mädel. Es ist ganz einfach. Er ist vor dir und du drückst ab. Leck mich. Okay, wie würdest du denn treffen? Guck, wie gut er trifft. Guckst du das? Siehst du das, Mädel? Jetzt zeige ich dir, wie gut er treffen kann. Da. Wir haben eigentlich 0% Chance, ihn da zu treffen. Okay. Na komm, ich gebe dir nochmal die Chance. Komm, schieß einfach. Ach, jetzt wo wir es eh verkackt haben, triffst du oder was? Dann kümmere ich mich hier halt um den Schamanen. Wenn der Roboter komme ich eh momentan nicht vorbei, der hat auch 2 Rüstungen. Da wird es sehr, sehr schwer. So. Dann verstecken wir uns hier. Stecken wir uns hier. Und dann verstecken wir uns hier. Und dann warten wir, bis der Schamane kommt. Oder dann gucken wir mal, was wir bei dem ausrichten können. So, da ist der dufte Typ. Genau, stelle ich mal hin. Ich habe vergessen zu speichern. Super. Das wird schon hinhauen. Okay, nur einer von euch muss einen kritischen treffen.
Okay, das war schon mal keiner. Nein, da muss nur einen kritischen treffen. Scheiße. Okay, Mädel, komm. Zeig uns deinen kritischen. Nice. Und er ist tot. Und er brennt sogar noch. Okay. Sehr schön. Der Feind hat mich gehört? Scheiße. Oh Gott, der Bot. Der wird ihn heilen wollen. Das dürfen wir nicht zulassen. Aber oh, wenn der den heilt, sind wir am Arsch. Oh, der mit seiner dämlichen Rüstung, ey. Er heilt ihn. Scheiße. Oh. Oh komm, der hat den Roboter getroffen. Oh Mist. Ja, jetzt ruft er den Rest. Scheiße. Also Fakt ist, entweder wir töten ihn, ohne dass wir gesehen werden. Aber ich... Wie hat er mich gesehen? Der ist doch gar nicht in der Nähe, der Typ. Ist das, weil er so laut ist? Nee, jetzt hat's funktioniert. WTF? Ihr Penner. So eine Penner, ey. Jetzt plötzlich. Okay. Wieso warst du nicht versteckt? Ja, gut. Es ist ein bisschen blöd. Wir müssten eigentlich noch unser Schweini ein bisschen umpositionieren. Der steht da gerade nicht wirklich gut. Wie? Okay, er sieht die Lady. Das ist ungünstig. Darf mich nicht sehen. Und wir müssen ihn trotzdem treffen. Na gut. Also sorry, dass ich jetzt immer speichern und laden muss, aber... Ich bin Perfektionist. Ich kann das so nicht stehen lassen. Also, du versteckst dich mal da. Du versteckst dich auch mal hier. Und du versteckst dich hier hinter. Und dann gucken wir mal, ob wir ihn kriegen, währenddessen er da langläuft. Ah, er ist verdammt weit weg, ne? Ja. Die ist verdammt weit weg. Wir schleichen uns einfach an denen vorbei. Ich kann ja wiederkommen und die töten. Ist auch gar kein Problem. Erstmal kurz umschauen, was hier so abgeht. Ich meine, den Loot haben wir sowieso alles bekommen. Das soll uns mal nicht stören. Ah, da geht's direkt weiter. Huch, was zum... Okay, Mauer. Oh, ich würde sagen, dann gehen wir erstmal weiter. Obwohl, die sind nur noch zu dritt, ne? Wobei der Roboter natürlich die Leiche wiederbeleben kann. Ich würde tatsächlich diesen Jäger noch gerne ausschalten. Einfach, weil ich es kann. Kann ich mich hier hinter diesem Baum verstecken? Ohne dass der Junge das bemerkt? Kurz mal speichern. Ich mag das nicht, immer den ganzen Weg nochmal neu zu laufen. Ich sehe absolut gar nichts. Okay. Es ist ein bisschen blöd. Das war schon mal der kritische, den wir brauchen. Aber ich muss von hier aus den da treffen.
Und es ist unmöglich, wegen der Reichweite. Wie? Das geht? Okay, dann versteck du dich mal kurz hier. Wir holen den anderen her. Wenn der Typ weg ist, dann müssen wir dich umpositionieren. Schade, ich hatte den kritischen, den ich brauchte. Ärgerlich. Richtig, richtig ärgerlich ist das. So. Dann verstecken wir uns. Gleich, wenn er auf der anderen Seite ist, der Typ. Ich sehe auch absolut gar nichts geil, ne? Absolut geil. Ist er jetzt weg? Er geht gerade weg. Probieren wir es halt so nochmal. Wenn ich den kritischen nicht bekomme, muss ich halt meine Fähigkeit einsetzen. Das wird jetzt unsere Taktik sein. Nice! I did that. What do you think about that, huh? Jetzt brennt er. Sehr schön. You did it, kid. Okay, der ist weg. Level up, nice. Nur kurz den Loot haben. Ein Medikit, nice. Okay. Wir brauchen ein bisschen mehr Schaden für den Bot. Ich würde die ja schon gerne erledigen. Muss nur überlegen, wie ich das hinkriegen soll. Oh! Okay, dann töten wir sie so. Natürlich! Ah, Dax war nicht mehr versteckt. Ich habe eine Idee. Wir gehen hier hin. Und dann baller ich ihn einfach hier weg. Nice. Das funktioniert sogar. Und wir verstecken uns mal hier. Dax ist nämlich jetzt ein bisschen in Gefahr. Deswegen werden wir dem hier auch mal direkt einen kritischen verpassen. Ja, dich muss ich auch aktivieren. Aber da bist du jetzt nicht wirklich gut gesichert. Bist du irgendwo gut gesichert? Aber du kannst auch von hier schießen, ne? Ja. Dax, nein! Okay, Dax muss gleich abhauen. Ja, mein Freund. Ich glaube, das wird nichts mit deinem... Ich heile dich. Ja, gut zu wissen. Ich weiß jetzt schon mal... Was ist das für eine Deckung? Ich habe keine Ahnung. Ich laufe einfach weiter weg. Laufen wir dahin. Tschüss. Okay. Dann passt du am besten mal auf. Oh, ich hätte nachladen sollen. Hm. Ärgerlich. Okay, wie gut bist du zu treffen? Nicht allzu gut. Dann müssen wir hier hinsprinten. Ich hoffe, er kann nicht direkt gerade runterschießen. Okay. Er muss aufpassen. Ich könnte hier hingehen, aber dann trifft er mich. Das ist die Problematik an der ganzen Geschichte. Naja, wenn er auf mich zielt, ist ein bisschen kacke. Ich nutze die Phase, um nachzuladen. Und dann passe ich selber auf. Du lädst auch mal nach. Und dann passt du auf. Und du buggerst dich mal ein. Yeah.
Wo bist du denn hingelaufen? Ja, die Wahrscheinlichkeit zu treffen ist sehr gering. Kann ich eine Granate auf ihn werfen? Das reicht auch nicht. Ich schieße einfach mal. Okay, wie würde es aussehen, wenn ich hier stehe? Dann verpassen wir dem eins. Oh, du musst sprinten. Funktioniert das? Oh, ich hoffe schon. Drückt mir die Daumen. Ah, oh, es funktioniert. Sehr schön. Können wir ihn runterknallen? Nein. Ich habe gehofft, dass er runterfällt. Er will unbedingt Ducks töten, oder? Kann das sein? Wo schießt du denn hin, sag mal? Alles klar. Ich habe Angst, dass ich wieder verfehle. Ich renn mal dahin. Der ist sowieso diese Runde tot. Ja, nice! Den haben, die haben easy genutzt. Was ist denn los? Aha! Oh, das, was für eine Folge, ey. Was für eine Qual. Komm, hör auf dich zu verstecken. Nee, hör auf dich zu verstecken. Und du auch. Nein, jetzt hat er sich versteckt, ne? Ja. Hey, over here. Kommt her, Leute. The way forward goes through the tunnel. Let's go. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben sie einfach fertig gemacht. Und wir haben viel, viel, viel gelernt. Komm, ein HP mehr. Lohnt. Und du? Du kriegst auch ein HP mehr. Sehr schön. Puh, dann können wir weitergehen. Oh, ich werde besser. Ich werde besser, Leute. Eine Frage der Zeit. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und damit müssen wir Stufe 20 werden. Oder sein. Also es kann noch problematisch werden. Wir haben ja hier die Noob-Gegner am Start. Weird place for a mass grave. What were all these people doing? Running away, I think. Maybe the Red Plague hit their town and they needed to evacuate. Evacuating or stampeding over each other to be the first one out. Dumbass ancients. Gratis Zeug, gratis Zeug. Ich sehe hier ganz viel gratis Zeug. Ja, ja, ja. Kann ich alles gebrauchen. Ich hätte mir diese Medikits nicht kaufen sollen, ey. Ganz ehrlich. Aber ich meine, kann man vorher alles nicht wissen, ne? You know those stalkers we captured, right? Right? They ran away. I lost. You let your stalkers escape? The bubbleheads are gonna be mad at you. You better get them back. I can't. The boat took them across the river. And now the bubbleheads have the boat. But where's your boat? If you don't get those stalkers back, they'll shrink your brain. Okay. Wie machen wir das jetzt? Du hast ja eine gute Reichweite, ne? Wieso versteckst du dich da? Ich habe gesagt, du sollst dich hier verstecken. Ach, Gottes Willen. Du bist ja ohnehin unser Tank. Ich glaube, die werden sich nicht großartig bewegen. Und die sind schlussendlich... Oh nein, ein Medibot. Oh. Warum? Ihr Penners! Das gibt's doch nicht. Wir haben wieder so einen dämlichen Medibot am Start. Ja, ich glaube, die Deckung hier ist besser. Okay, probieren wir unser Glück. Wir gucken uns das Ganze erstmal an. Ja. Und dann schauen wir mal. Es würde ja reichen, wenn wir eintreffen.
Also komplett. Vielleicht wäre auch eine Granate nicht schlecht. Aber nicht von ihr, sondern von ihm. Also eine richtige Granate. Ach, habe ich gar nicht, ja? Mist. Okay, der Medibot ist ja gar kein Problem. Den kann ich einfach wegballern. Probieren wir unser Glück. Schön kritischer Treffer. Noch ein kritischer Treffer. Und tot. So, der will ihn jetzt heilen und rennt ins Feuer, oder? Na gut, er kriegt keinen Schaden dadurch. Bitte was? Von da hinten? Aber ist ja nur der eine, ne? Aha. Ich bin Dax. Okay, damit der nicht geheilt wird, muss ich mal kurz hier hinlaufen. Und die Waffe wechseln. Im Licht. Okay, dann treffen wir ihn zu 100%. Weg mit dir. So, der muss nur dafür sorgen, dass der Bot ihn nicht heilt. Was? Ich will nicht, dass er hier raufklettert. Ach, was soll's. Der macht 4 Schaden. Das heißt, danach habe ich noch ein Leben. Kann ich den umhauen? Reichweite? Nee, kann ich nicht. Ich kann aber näher ranlaufen, ne? Da treffen mich 3 Leute. Ja gut, der eine ist der Bot. Versuchen wir es. Ah, sauber. Nur den müssen wir halt loswerden. Ich hoffe, er trifft mich nicht. Das ist ungünstig. Dann muss der jetzt ordentlich Schaden kassieren. Sonst ist Dax ein bisschen die Arsch. Oh, ich muss nachladen. Sorry, Dax. Und der muss leider den aufhalten. Okay. Ich kann sogar noch schießen. Laufen wir mal darüber. Mal setzen eine Heilung ein. Ist sie noch drin? Ich weiß nicht, ich glaube schon, ne? Nein, ist sie nicht. Schade. Nein, nicht mein Mädel. Alter. Also er sagt, lass uns die Frau töten und dann greifen sie Dax an. So, renn du mal dahin. Und dann verpasst du dem Sack einen kritischen. Wie daneben, ach. Dax, ey. Okay, Junge, hör auf zu heilen. Das gibt's doch nicht. Schön. So.
Er wird sagen, jetzt da der Bot tot ist, laufen wir. Und zwar hier in Deckung. Wir müssen unseren Kollegen nutzen, der uns dann helfen kann. Laufen wir hier hin. A female! End her! Wir sind völlig am Durchdrehen jetzt, ey. No sweat on it. Na gut, das habe ich befürchtet, dass das passiert. Okay, Junge. Kaboom. So, dann nehmen wir Dax. Ah, ich muss sagen, das, ja, das wird langsam, ne? Also taktisch gesehen, bisher gar nicht so schlecht. Okay, hier bin ich sogar auch geschützt. Nehmen wir mal den aus der Reichweite. Na gut, dann. Warten wir auf den Gegner. Hey! Das war nicht der Plan. Dass er sich auch nicht bewegt. Ja, weißt du was? Dann laufe ich zurück. Soll doch zu mir kommen. Was ist denn los? Oh, dann lade ich nach. So, Dax. Du stellst dich mal hier hin. Keine Munition mehr. Ach schön. Und du? Du bist einfach dahin. Soll er auch zu uns kommen? Was ist denn los? Overwatch. Echt jetzt? Na gut, dann verbunkern wir uns alle. Overwatch. 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 Ja komm, beweg dich. Daneben. Schade. Okay. Trefferwahrscheinlichkeit ist sehr gering. Overwatch. Ah, hier schaffe ich es auch nicht. Ich habe 0%. Overwatch. Overwatch. Jetzt komm, beweg dich. Lebt er in der Matrix oder was? Okay, wie sieht's jetzt aus? Außer Reichweite. Ja, geil. Overwatch. 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 Ja, komm. Ach, komm. Overwatch. Wie soll ich den Scheiß ernst machen? Keine Feuerlinie. Nachladen. Overwatch. Nachladen. Overwatch. Oh. 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 Habe ich ganz vergessen. Er nutzt die gleiche Taktik wie ich. Ausharren. Ah. Ah. Der Sack. Okay. Das ist gar kein Problem. Ich kann warten. Overwatch. Overwatch. Echt jetzt? Das kannst du doch nicht ernst meinen. Bitte was? Na, weißt du was? Eileen mal. Oh, was?
Houston, wir haben ein Problem. Echt jetzt? Und ich treffe den Sack nicht. Ich glaube, ich muss ein Medikit benutzen, oder? Um ihn zu heilen. Ja gut, jetzt stehe ich auf ihn drauf. Das ist ein bisschen ungünstig. Wie heile ich den denn? Hä? Er verblutet in 3 Runden. Wenn ich jetzt deswegen verkacke? Ja, okay. High Risk. Wieso wurde der jetzt nicht geheilt? Hä? Wir müssen ihn jetzt töten. Koste es, was es wolle. Ich check das mit der Heilung irgendwie noch nicht ganz. So. Koste es, was es wolle. Ich verstehe das nicht, wie es mit dem Heilen funktioniert. I'm okay. I'm okay. Ah, auch Granate. Ja, gut. Ja, Freunde. Leichter Fail. Ich habe keine Ahnung, wie das mit der Granate funktioniert. Hier liegt noch eine Waffe, die ich nicht aufsammeln kann. Geil. Sammeln wir erstmal das hier ein. Okay. You had me at the ghoul screams, but now a pile of friggin' bodies? You wanna give me a heart attack? Okay, jetzt können wir uns da nicht verstecken, das heißt, wir können doch jetzt bestimmt die Waffe aufnehmen, ne? Den Schrott. Da liegt doch eine verdammte Waffe, Mann! Was stand da? Amir-Schrauber? Ich will diese Waffe haben. Ich habe doch nicht umsonst hier gekämpft. Ich hoffe, es ist etwas cool. Feldwechsler. Eine aus parallel angeordneten Batterien und Magneten montierte Fernwaffe. Der Feldwechsler feuert ein Metallgeschoss mit bemerkenswerter Durchschlagskraft und Reichweite ab. Hm. Okay. Ja, Freunde, ich würde sagen, ich versuche jetzt noch ein bisschen die Waffe hier aufzusammeln. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein, euer Zero. Ciao.